buntfarbig opulent und nicht wasserdicht. Das habe ich lange über Alexander Schorokow gedacht. Jetzt gibt es das Deep Ding 2 oder die Deep Ding 2, die Uhr, die Deep Ding 2 heißt. Also der Nachfolger der Deep Ding und damit die zweite Uhr von Alexander Schorokow, die meinen persönlichen Ansprüchen für Wasserdichtigkeit genügt. 10 Bar, 100 Meter und zudem trotzdem eine typische Alexander Schorokow. Interessiert? Bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute habe ich das große Vergnügen, eine Uhr vorzustellen, die ich rasend klasse finde, auch wenn ich sie mir nie kaufen würde. Ich würde sie mir nie kaufen, weil ich schlicht und ergreifend nicht auf Goldtöne bei Uhren stehe. Aber die Uhr an sich ist mehr, wirklich viel mehr als nur einen Blick wert. Ich habe Sachen an der Uhr gesehen, die ich erst im Makro mit der Kamera gesehen habe, weil ich sie mit bloßem Auge nicht erkannt habe. Wirklich richtig was zum Hingucken und zudem eine robuste Uhr, der man es so nicht unbedingt ansieht. Lassen wir einfach mal mit den Zahlen, Daten und Fakten beginnen. Die Uhr hat einen Durchmesser von 45 mm sowie eine Bauhöhe von 13,75 mm ohne die Metallstäbe und 14,3 mit. Sie hat einen Bandanstoß von 22 mm und ist bis 10 ATM wasserdicht. Auf der Vorderseite haben wir ein antireflektionsbeschichtetes Saphirglas und auf der Rückseite ein Schildkrötenpärchen in einem wunderschönen 3D-Relief. Auf der Vorderseite seht ihr in der Lünette die Schrauben und die sind nicht nur Zierrad, sondern haben eine feste Funktion. Hier kann man ein Metallstabgitter einsetzen, um die Uhr von vorne gegen Schläge zu schützen. Und mit diesem Gitter wird die Uhr dann 14,3 mm hoch. Verbaut in der Uhr ist ein Elita 2824 oder ein Selita SW200, je nach Verfügbarkeit. Die Lünette ist PVD schwarz beschichtet und die Seiten sind PVD rot oder roségold vergoldet. Das Ziffernblatt selber ist ebenfalls rosé vergoldet. Man kann an der Seite sehen, wie die Säulen oder Metalltuben durchgehen, um entsprechend die einzusetzenden Metallstäbe, Metallgitter, dann von der Rückseite verschrauben zu können. Die Uhr kommt mit zwei Kronen. Die untere Krone ist zum Verstellen der Zeit und des Datums und die obere Krone ist dafür da, um die innenliegende vergoldete Taucherlünette zu verstellen. Diese lässt sich in beide Richtungen verstellen. Da es sich hier nicht um eine echte Taucheruhr handelt, ist das für meinen Anspruch auch kein Problem. Schauen wir einmal, wie die Uhr am Arm sitzt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte ich meine Mark & Sons am Arm und jetzt legen wir die Deep Ding 2 oder das Deep Ding 2 an. Also schon wirklich eine extrem ausgefallene Uhr, ein wirklicher Hingucker und trotz der Größe ohne Gitter von 13,75 finde ich die Proportionen sehr stimmig, denn bei 45 mm Durchmesser ist die Höhe dann in der Gesamtproportion in meinen Augen wirklich sauber gelöst. Die Zeiger sind sehr groß, gut ablesbar bei Tag und auch bei Nacht. Gleiches gilt für die Indizes. Ich hätte mir gewünscht, dass das Datum vielleicht weggefallen wäre
Oder anders positioniert, die Position zwischen 7 und 8 Uhr ist zumindest sehr außergewöhnlich, auch dass es nicht genau mittig zwischen 7 und 8 ist und auch die Seite, also wirklich etwas zum Hingucken und sich anschauen. Und jetzt, wo wir beim Anschauen sind, schauen wir auch noch kurz, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich habe den Sekundenzeiger auf der 12 angehalten und jetzt schauen wir, wie die anderen beiden Zeiger im Verhältnis zueinander gesetzt sind. Da müssen wir kurz gucken. Ja, da kann man sehen. Ich drehe noch mal weiter. Das war nicht 100% deckungsgleich, aber da wir einen Datumssprung hatten, wollte ich die Zeiger nicht zurückdrehen. Also gehen wir jetzt auf 12 Uhr mittags und drehen den Minutenzeiger leicht zurück, wie ich es üblicherweise immer mache, wenn ich die Zeit stelle, und schauen, wie die Zeiger gesetzt sind. Und ganz, ganz minimal gibt es einen Versatz zwischen Stunden- und Minutenzeiger. Aber das ist wirklich nur minimal und das wäre definitiv nichts, weswegen ich die Uhr reklamieren möchte. Man sieht es leicht, man sieht es aber auch nur deshalb, weil die Zeiger so extrem groß und breit sind. Bei dezenteren Zeigern bin ich überzeugt, würde es nicht auffallen oder zumindest nicht so auffallen. Man sieht es etwas, aber alles in allem für mich absolut noch im grünen Bereich. Was ich absolut faszinierend finde an der Uhr ist, dass die Wellen des Ziffernblattes nochmal entsprechend der Verformung der Wellen graviert sind. Man kann es im Bereich der 6 Uhr sehen, wenn ich die Uhr etwas näher herannehme. Dort ist noch einmal der Schriftzug Automatik sowie die Tauchtiefe oder die Wasserdichtigkeit angegeben auf das Ziffernblatt, auf die Wellen graviert, und der Made in Germany Schriftzug unten bei 6 Uhr gibt an, wo die Uhr herkommt. Die Kronen sind beschriftet und zwar nicht nur mit einem entsprechenden Logo für Alexander Schorokow oder ein Anker, sondern auch mit der Funktion. Bei der unteren steht, dass es die Krone für die Zeit ist, bei der oberen steht es, dass es für die Innenlünette ist. Und das Armband ist aus Kautschuk, ebenfalls keins von der Stange, sondern Art on the Wrist. Der Claim von Alexander Schorokow, auf der anderen Seite mit Alexander Schorokow Logo. Passend zur Uhr. Schön gemacht. Und die Edelstahlschließe ist ebenfalls PVD beschichtet. Schließt super. Hält die Uhr gut sicher und sauber am Handgelenk. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass es auch keine 0815 Standardschließe ist, sondern auch bei der Schließe selber wieder mit unterschiedlichen Schliffen und Varianten gearbeitet wurde, sodass selbst die Schließe, wenn sie zu ist, nochmal einen etwas anderen Blick erlaubt als bei den normalen Schließen, die eine einheitliche Oberflächenbearbeitung aufweisen. Was ich euch auf keinen Fall verheimlichen möchte, weil es mich sehr beeindruckt hat, das ist die Uhr bei Nacht. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ein richtiger Knaller, weil mit den großen Zeigern muss die Uhr natürlich richtig gut nachts leuchten. Und das tut sie auch, wie ihr hier sehen könnt. Da gibt es nichts zu meckern und die kann man richtig gut nachts ablesen, ohne dass man die Lesebrille rausgraben muss. Mir gefällt das. Manch einer wird sagen, eine solch große Uhr würde ich nachts aber nicht tragen. Ja, die Uhr kommt mit einem Preis aktuell von 1.990 €, was ich wirklich überraschend günstig finde. Sie ist limitiert auf 37 Stück
und kommt in unterschiedlichsten Farbvarianten, die ich euch hier einblende. Zu dem Preis von 1.990 Euro bekommt man nicht nur die Uhr mit Stahlgitter, geringer Limitierung und außergewöhnlichem Design, sondern man bekommt auch noch eine wirklich außergewöhnliche Box dazu. Die hat Alexander Schorokow extra für diese Uhr gemacht. Gibt es zu keinem anderen Modell. Mit einem Sichtfenster, was mich an ein Bullauge erinnert hat. Die Farbgestaltung erinnert ein kleines bisschen an Wasser- und Meerestöne. Wiederum eine sehr große, opulent gestaltete Box, die ich in der Preisklasse von unter 2000 Euro in der Art wirklich noch nicht gesehen habe. Auch hier zeigt sich, dass Alexander Schorokow bereit ist, immer noch ein, zwei, drei Schritte weiter zu gehen, um seine Kunden zu überraschen, beziehungsweise etwas zu designen, zu bringen, zu machen, zu liefern, was man eben nicht überall bekommt. Ich feiere sowas, auch wenn ich sie mir, wie gesagt, nicht kaufen würde, finde ich sie insgesamt ausgesprochen interessant, sie mir anzuschauen, und ich bin richtig froh, dass ich sie in Händen halten konnte, denn man hat nicht oft Gelegenheit, solch außergewöhnliche Uhren sich einmal wirklich von nahem zu betrachten. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und falls noch nicht geschehen, schaut euch auch gerne meine anderen Alexander Schorokow Videos an, denn jede dieser Uhren ist außergewöhnlich und hat mich auf die eine oder andere Art überrascht. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.